So, schön. Auf geht's. Große Party. Night of the Mannequins. Play. Und da haben wir unser schönes Pixel-Game. My name is John Brown and I'm a police officer at night. The Forester called me. He claims to have seen the corpse in his neighbor's hood. Aus. Oder so. Wie ist er die? Okay. E-Interaktion mit Objekten. So, wo sollen wir denn hin? Hallo? Das ist ja schöner Waldweg. Oh, wunderbar. Und ich bin Police Officer, ja, und hier mit Comic. Wunderbar, schön. Night of Mannequins. Ach, es wäre so schön, wenn Benny da wäre. Der würde das jetzt so feiern irgendwie. Ich hasse Mannequins. Ich hasse diese Schaufensterpuppen. Und dennoch setze ich mich jedes Mal diesen scheiß Stress aus. Schöner Baum. Wir rennen übrigens schon. Es ist egal, ob wir... Also Shift ist wurscht. Ist einfach wurscht. Yeah, Pixel Love. Ich mag's auch. Ich mag wirklich auch pixelhafte Spiele irgendwie. Ich find's auch cool, dass sie halt stellenweise so ein bisschen so als stilistischer Filter auch benutzt werden. Oh, okay. Hallo, Kumpel. Na? Nope. Oh nee, Alter. Nee. Okay, nicht geht. Oh. Ja, das ist die Atari-Version. Das ist die Atari-Version. 1A Physik, ja. Ich sehe doch schon kommen, irgendeiner hüpft doch gleich hier los oder irgendwas. Was ist denn für ein scheiß Haus, Alter? Wer baut denn sowas? Oh, entschuldige bitte. Bäuerchen gemacht. Wer baut denn sowas? Und dann nehme ich mal einen Kamin unten dran. Einfach nur so ein Kaminschlot. What is this? Where's the phone from? I need to take it to the station for inspection. Ja, now auf zum second floor. Du standest noch nicht hier. Ich möchte jetzt nicht den Will Smith machen, aber wo kommst du her? Du warst noch nicht da. No! No! Ja, offene Arme. Okay, cool. Ich hab gerade tatsächlich schlimm mit erwartet. So, kann ich hier wegschieben? Ja, kann ich wegschieben. Ja, wie komme ich denn jetzt hier in den... Ah, okay, hier komme ich in den Second Floor. Macht doch Sinn, halt ein Haus zu bauen, wo man quasi auf beide Etagen einfach nur nicht innerhalb eines Raums kommt. Ne, sondern man muss außen und lang laufen. Das hat sozusagen so ein Meter. Hallo? Wozu dieser Kamin? Schlot. Dieser Schornstein, was ist das für ein... Wer baut denn sowas? Na, High Five? Das ist so ein Scheiß. Ach, Benny würde jetzt die ganze Zeit da drüben, da würde er sitzen, grinsend bis über beide Ohren, Alter. Na, Steven, komm, geh mal rein, geh mal, mach mal, guck mal, guck mal. This house is checked, I must move on. Aha. Ja klar, okay, alles klar, gut, gehen wir wieder. Cool. So, da vorne ging ja noch irgendwie eine Straße nach rechts. Damals, jetzt links. What? Kein Problem, war meine Ex-Freundin. Who called? And whose phone is this? War auch so ein klassisches Telefonat, ja, wenn ich Benny früh anrufe, weil ich eine Idee habe, so. Ah, kleiner Butterverschlag. Ein anderer im anderen Haus. Was fiebt denn hier immer so? So, ich hab extra mal diesmal mein Handy nicht im Flugmodus irgendwie, falls Benny mich chaotisch anruft und sagt so: Alter, nein, Mann, du streamst gerade die ganze Zeit nur einen leeren Bildschirm. Gott sei Dank hat er mir vorhin schon sehr geholfen. Danke, Benny. Ansonsten wäre die ganze Zeit nur das gewesen. Weil Streamlabs wieder irgendetwas eingestellt hat, irgendwie, wo man sagt so, Alter, nein, das sind nicht die Settings. Ostgut Darkroom. Ja, das ist, früher hieß das klassische Russenparty hier irgendwie.
Ist ja politisch nicht mehr korrekt, darfst du ja nicht mehr sagen. So. Okay, gehen wir mal weiter. War ja schön hier. Was ist denn? Was soll denn das? Warum? Wieso stehen die denn da? So, gehen wir mal erstmal hier hin. Ah, verschlossen. Dieser Wellblechverschlag. So, who's the key? Where's the key? Nicht who. Ah, hier. Kann ich mich ducken? No. Geht natürlich nicht. Muss ich außen rum. So, hier ein paar liebevoll. Ich bin ja froh, dass wir noch nicht über Europaletten gestolpert sind. Aber kann ja noch kommen. So. Hello. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Pass auf, er klatscht mir jetzt gleich inne. Tatsächlich, das Mannequins, mit denen kommen wir klar. So, die bewegen sich nicht, irgendwie stehen zwar plötzlich irgendwo in der Tür, aber machen nichts. Damit komme ich gut klar. Nur die Gruseln, die mag ich nicht. Plötzlich schreiend hinter mir stehen oder in Blutlachen. Weil wir alle mal in dieser gleichen hässlichen scheiß Position. It's blood, but there's no corpse. Gotta get a gun. What? Was ist denn nun los? Was ist denn nun los? Kann ich nicht schießen? Was soll denn das jetzt? Einfach eine Pistole. Ist aber auch neu. Ha? Ist ja aber auch neu in so einem Spielen. Schon hatte so einen Doom-Charakter. Wolfenstein. So, wie schießt er denn? Tja. Da steht. Who are you? Kann ich auf den schießen? Nee, kann ich nicht. Schleiche ich mich mal hier lang. Stop! Don't run away! Oh, shoot! What? Ach Gott. So, gut, dann lesen wir erstmal den Zettel. You are next. Okay. Was denn? Packt er mich denn hier oben hin? Oder was ist das für ein Spiel? Ich würde ja nicht schießen. Warum halt eine Waffe, wenn ich nicht schießen kann? Was ist das für ein Quatsch? Was ist das hier? Modern Warfare? PS1 Style. The Forester's house is destroyed. What happened to it? I need to be alert. Ja, ich sollte alarmiert sein. Gerade jetzt hier bei den Nachbarn oder wumms das hier im Spiel? Hallo? Gibt's hier noch irgendwas? No. No hands to shake. So, okay. Nächster Raum. Wunderbar. Ist ja gar nicht mal so schön hier. Oh, ah, schieß! Wozu hat er eine Waffe? Ach, jetzt hat er ins Leere geschossen. Ist aber ein schöner Folterkeller hier. Because of you, a lot of problems. You almost shot me. Well, now you will become my mannequin. Was jetzt? Was? Nee, bin nicht deine scheiß... Was? Okay. Ja, schön. Das war Night of the Mannequins. Hatte viel Schönes. Das ist großartig. Großartig. Wo zeigt der bitte eine Pistole bekommen? Was ist das für Quatsch? Naja, es ist halt ein kleines Indie-Game. Aber charmant. Charmant. Charmante Ansätze. Quatsch.